Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem, ja, etwas anderen Video. Wie ihr sehen könnt im Titel, möchte ich euch heute alle meine Competitive Pokémon vorstellen. Es kann sein, dass ich das in mehrere Parts aufsplitten muss, weil es halt doch schon ein paar sind. Aber das sehen wir, wenn wir durch sind. Unten rechts habe ich so eingeblendet, dass ihr immer die Box sehen könnt. Es wird zwar Teile von ein paar Attackennamen verdecken, aber ich denke, damit können wir leben. Wir fangen an mit Natsu, meinem speziellen Glurak, bzw. meinem Mega Glurak Y. Natürlich benannt nach dem Charakter aus Fairy Tail. Kann man nicht viel zu sagen. Es soll die Sonne rausbringen und dann mit Solarstrahlen, Wasser, Boden und Gesteins-Pokémon treffen. Normalerweise würde ich Flammenwurf über Feuersturm bevorzugen, aber ich finde, wenn die Sonne draußen ist, würde man viel Damage einbußen. Das ist wie mit Hydropumpe im Regen. Ich bevorzuge im Regen Hydropumpe über Surfer, einfach weil es dann so viel Damage drückt. Und Fokusstoß muss man nicht drauf spielen, kann aber helfen gegen Unlicht und Normal-Pokémon. Es gibt auch andere Attacken, die man darauf spielen kann, bestimmte Hidden Powers zum Beispiel, und Ruheort ist dann zum Heilen. Dann das andere, Dragneel, natürlich auch nach dem Charakter aus Fairy Tail benannt, ist mein Mega Glurak X. Man muss dazu sagen, dass das einige der ersten Pokémon waren, die ich gezüchtet habe. Ich habe bei beiden einfach einen vollen EV-Spread auf den Angriffs- und Initiative-Wert. Aber gerade bei Mega Glurak X würde ich vermutlich jetzt einen etwas bulkigeren Spread bevorzugen. Jedenfalls spiele ich es mit Drachenklaue, Flammenblitz, Drachentanz und Erdbeben. Flammenblitz und Drachenklaue sind beide Stab und bekommen den Tough Claws Bonus bei der Mega-Entwicklung. Und Drachentanz ist einfach zum Setupen, Erdbeben ist ein Coverage-Move. Ich würde vermutlich ein bulkiges Roost-Set bevorzugen inzwischen, aber so oft benutze ich Glurak nicht, dass sich das jetzt für mich lohnen würde. Dann haben wir Turtle Shield, mein NU, ich glaube Chillok ist im NU, spezielle Wall mit Turbodreher, Toxin, Schutzschild und Siedewasser, ist ein Spinner, kann ein bisschen ausstollen mit Schutzschild und Toxin und hat natürlich Siedewasser für die Chance auf den Burn, denn wir sind speziell defensiv und in die KP investiert, was bedeutet, dass wir nicht viel Schaden machen werden. Sonst gibt es nicht viel zu sagen, ein typischer Eviolite-User. Und meine Alternative zu Turtok. Turtok, auch bekannt als Turtle Tank, ist in diesem Fall physisch defensiv mit Toxin, Aurasphäre, Turbodreher und Hydropumpe. Dieses Set macht keinen Sinn, das ist mir durchaus bewusst, zumindest nicht besonders großen. Es war mal mein Mega-Turtok, dann habe ich so ein bisschen mehr als physisches Pokémon mitgenommen, also als physisch defensives Pokémon. Ich habe das Set nie komplett überarbeitet. Entweder geht man voll offensiv oder man geht defensiv. Dieses Set nehmt es euch nicht als Vorbild. Oder nehmt es euch als Vorbild als ein Set, das man nicht spielen sollte. Dann haben wir Jim the Knight, mein Mega-Bibor. Ja, ist ein Mega-Bibor mit Kehrtwende, Gifthieb, Schlagbohrer und Schutzschild. Man kann theoretisch Schlagbohrer oder, wenn man das Risiko eingehen will, auch Schutzschild durch Abschlag ersetzen. Aber ansonsten ist es ein ziemliches Standard-Set. Gifthieb und Kehrtwende als Stab und für die Switch Initiative. Schlagbohrer als Coverage-Move, da wir kein Erdbeben erlernen, und man kann damit Pokémon verlangsamen, was ganz praktisch sein kann, wenn man einen Switch in einen Scarfer zum Beispiel predicted. Ansonsten voll Initiative, voll auf Angriff mit einem frohen Wesen und der versteckten Fähigkeit. Versteckt Käferattacken, wenn man unter 33% seiner HP hat. Ich spiele Bibor nicht als Nicht-Mega-Form, von daher ist die relativ egal, aber ist sonst eine okaye Fähigkeit. Als Item da natürlich das Bibonit. Bei Turtok würde ich normalerweise die Überreste nehmen. Da sollte ich vielleicht noch drauf eingehen. Dann haben wir Ari, mein speziell defensives Volnona. Das Set habe ich noch nicht überarbeitet mit Ehrlicht, Aussetzer, Bürde und Flammenwurf. Es hat funktioniert, das Set. Es ist nicht einwandfrei, denn gegen Feuer-Pokémon oder Pokémon mit Feuerfänger zum Beispiel haben wir in diesem Set überhaupt nichts. Ansonsten soll es einfach mit Ehrlicht physische Threats verbrennen, mit Aussetzer Pokémon krippeln und Bürde. Ist eine Attacke, mit der man Schaden machen kann an Pokémon, die man mit Flammenwurf nicht besonders gut trifft. Ja, es ist ein lustiges Set, aber es funktioniert nicht unbedingt. Dann haben wir Battery, mein Raichu. Ich liebe Raichu, ich bin so knuffig. Scheues Wesen, voller Spezialangriff und Initiative.
Und dann mit Donnerblitz als Step-Move, Strauchler als Coverage-Move gegen Boden- und Gesteins-Pokémon, Ränkeschmied, um den Spezialangriff zu boosten, und auch hier wieder Fokusstoß gegen Unlicht- und Stahl-Pokémon und natürlich Normal-Pokémon. Ich muss sagen, ich finde Raichu wird sehr unterschätzt. Raichu kann wirklich, wirklich reinhauen. Ich würde normalerweise entweder mit einem Fokus-Gurt oder einem Leben-Orb spielen. Aber ja, das ist mein spezielles Raichu. Man kann es theoretisch auch physisch spielen mit Voltackle zum Beispiel oder Mixed, wenn man Lust hat, aber ich bevorzuge ein speziell offensives Raichu. Dann haben wir Peaches, eines meiner beiden Rasaffen. Ich meine, es ist ein Affe vieler Affen, also ein Rasaff vieler Rasaffen. Habe ich eigentlich als Choice Scarfa gespielt mit Nahkampf, Kehrtwende, Eishieb und Erdbeben. Interessanterweise erlernt Rasaff keinen Abschlag. Aus irgendeinem Grund erlernt Rasaff keinen Abschlag. Ja, wie man sehen kann, sind die beiden eigentlich identisch. Der einzige Unterschied ist die Attacken. Hier habe ich Mülltreffer und Nachthieb drauf und hier Eishieb und Erdbeben. Der Grund dafür war ganz einfach. Man kann es, wie man sehen kann, mit recht vielen Moves spielen. Und ich wollte nicht immer bei einem Rasaff sämtliche Moves ändern. Deswegen habe ich mir einfach noch eins gezüchtet, wo ich schon dabei war. Und habe sie dann beide trainiert. Wahlband oder Choice Scarf funktionieren beide gut. War meine NU-Wahl als Kampf-Pokémon als Galagladi nicht im NU war. Und ich gehe davon aus, dass es bald aus dem NU rausfliegt. Von daher wird wenn Peaches oder Rampage dann eine Rückkehr erwarten. Dann haben wir Legend Woach, mein Arcani. Es ist ein offensives Arcani, defensiv wird es natürlich auch gerne gespielt. Ich glaube, ich habe es mit dem Leben Orb gespielt und dann einfach als Renn rein und mach Sachen kaputt. Pokémon mit Turbo-Tempo, Stromstoß, Flammenblitz und Nahkampf. Scheiß drauf, Arcani, du sollst nichts anderes machen, als ein, zwei Attacken rauszubekommen. Und am besten nimmst du dabei noch ein, zwei Pokémon raus. Hier entweder Wahlband oder Leben Orb, würde ich sagen. Und ja, das Galoppa ist ziemlich ähnlich. Den Namen habe ich ihm übrigens nicht gegeben. Das Galoppa wurde mir mit 5 IVs geschenkt, als es noch ein Ponita war. Und ihr könnt sehen, verblieben Orgev. Jedenfalls, hier sind es auch Flammenblitz und Stromstoß, aber dann haben wir Morgengrauen und Schlagbohrer drauf. Schlagbohrer, ja, ist gegen andere Feuer-Pokémon und gegen Elektro-Pokémon ziemlich gut. Und natürlich gegen Gesteins-Pokémon, das darf man auch nicht vergessen. Ansonsten ist Morgengrauen dafür da, um den ziemlich starken Recoil, den wir fressen werden, hochzuheilen. Kann man besonders gut machen, wenn man den Switch predicted. Und ansonsten ist es auch so ein Pokémon, das sich einfach opfern soll. Und ist interessanter, ach, ich wollte sagen, ist interessanterweise schneller als Arcani. Aber es könnte an den 18 Leveln mehr liegen. Wobei ich auch selbst dann wäre es schneller. Na gut. Ist eine, ja, man möchte fast sagen, eine schwächere Version von Arcani. Dann haben wir Hubba Bubba. Mein, ja, offensives Slymog würde ich mit einer Assault Vest spielen, aber natürlich sind auch Attacken wie Leben Orb oder Giftschleim möglich. Steigerungshieb, um den Angriff noch zu boosten. Gifthieb, Schattenstoß und Steinhagel sind Step- und Coverage-Moves. Gibt's sonst nicht viel zu sagen, denke ich. Außer, dass Slymogs Animationen irgendwie ziemlich cool sind. Haben die gut hinbekommen. Sieht sehr schleimig aus. Dann haben wir Rayman, das ich gerade noch fertig gemacht habe, mit Nickname und allem. Ja, Nickname ist... Nickname. Rayman, ich habe es so genannt, weil es auch keine Arme hat. Ich musste mir schnell was einfallen lassen. Abgangswunsch, Spukball, Matschbombe und Trick mit einem Choice Scarf oder auch den Choice Bags, aber ich würde es eher scarfen. Kann im NU gut aufräumen. Mit Spukball und Matschbombe trifft es viele Threats. Und selbst Dinge, die es neutral trifft, nehmen guten Schaden. Abgangsbund ist so eine fragwürdige Attacke, aber wenn man es reinschickt und weiß, es verreckt so oder so bei der nächsten Attacke, einfach einen Abgangsbund raushauen, das gegnerische Pokémon noch mitnehmen im besten Fall und dann ist alles gut. Trickbetrug oder Trick einfach ist dafür da, um Walls zu krippeln. Du möchtest dein Ordino reinschicken? Hey, dann trick ich es halt. Jetzt hast du ein Choice Scarf und bist useless. Wobei die meisten Ordinos Megasteine tragen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir 3 Spooky 5 Me. Das, ich glaube, das hatte früher keinen Abgangsbund, aber das habe ich draufgetan, um es auf ein anderes Pokémon zu züchten. Na gut, aber es ist ein typisches Gengar. Ich mag Gengar nicht. Gengar ist OU, ich bin kein Fan von OU. Weiter. Achso, EV-Spread bei beiden, voll Spezialangriff und Hit.
Dann haben wir Kingler mit Abschlag, Krabhammer, Kreuzschere und Kraftkoloss. Ich mag Kinglers Design sehr gerne. Ich wünschte, Kingler würde eine Mega-Entwicklung bekommen. Ja, es ist ein typisches physisch-offensives Mon. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Angriff und Init trainiert. Man kann es mit Agilität spielen, weil es doch relativ langsam ist, wenn ich mich nicht täusche. Und dann mit Abschlag Items wegschlagen und gegen Psycho-Pokémon und Geist-Pokémon was haben. Grabhammer ist der beste Stab-Move, den man darauf spielen kann. Kreuzschere ist ebenfalls ein guter Stab-Move gegen Coverage-Move gegen Pflanzen- und Unlicht-Pokémon. Und Kraftkoloss einfach noch mehr als Coverage. Es ist Kingler. Kinglers Move-Pool ist nicht so beeindruckend. Dann haben wir Avenger, was ich so genannt habe, weil die Mutter von Dragosso wird hier getötet. Spoiler. Und wenn es sich weiterentwickelt, dann wird es sich rächen. Ja, ist Knogger mit dem Kampfknochen, denn ich glaube, der Kampfknochen erhöht. Das kann ich hier gar nicht nachgucken, ne? Erhöht den Angriff von Knogger. Und dann mit Knochmarang. Knochmarang kann man durch Erdbeben ersetzen. Es macht gleich viel Schaden, hat aber eine 10%ige Chance, nicht zu treffen, Knochmarang. Aber trifft halt zweimal, was gut ist, um Subs oder Sturdy zu brechen. Dann Abschlag, Risikotackle und Steinkante. Risikotackle wegen Steinhaupt. Abschlag auch hier, weil es Abschlag ist. Und Steinkante gegen Blue-Pokémon. Ich glaube, Knogger kann tatsächlich die Elemental Punches erlernen. Das kann man ja mal kurz nachgucken, denn in dem Fall könnte man tatsächlich überlegen, die darauf zu spielen. Ansonsten erlernt es auch Aerial Ace. Und nein, es erlernt die tatsächlich nicht. Es erlernt nur Thunder Punch. Und wenn man also ein offensives spielen will, man könnte auch Iron Tail darauf spielen, aber ist nicht mein Geschmack. Dann haben wir Kangama, Mama Sloppy, war übrigens eins der ersten Pokémon, die ich gezüchtet habe. Ist ein Standard-Mega-Kangama mit Tiefschlag, Rückkehr, Erdbeben und Steigerungshief. Rückkehr als Stab, Tiefschlag als Prioritätsattacke, Erdbeben für Coverage und Steigerungshief, um den Angriff zu boosten und Schaden zu machen. Achso, Attacken hier, Leben auf. Golking, weil es weiblich ist, heißt es Gold Queen. Hat Blitzfänger als versteckte Fähigkeit, was ich sehr, sehr gut finde, denn dadurch hat es nur noch eine Schwäche, und zwar Pflanze. Und dann haben wir hier Kaskade, Vielender, Schlagbohrer und Agilität. Agilität, um den langsamen Speed zu boosten. Schlagbohrer gegen Elektro-Pokémon, die der Gegner vielleicht reinschicken möchte. Oder auch gegen Stahl-Pokémon, wollte ich sagen. Vielender als Move gegen Pflanzen, Unlicht und Psycho-Pokémon. Und Kaskade als Stab. Hier auch vermutlich den Lebenaufbau spielen. Dann haben wir Starmie. Das ich ja Scarfy genannt habe, ist ein sehr, sehr vielseitiges Pokémon. Ich sag ganz ehrlich, ich benutze meins nicht richtig. Innere Kraft hebt Statusveränderungen auf, wenn man es auswechselt. Das heißt, es kann in Toxin oder so reingeswitcht werden, wenn es unbedingt sein muss. Und dann haben wir Psychoshock als Stab, genauso wie Surfer. Donnerblitz als Coverage Move, wobei man den auch durch Eisstrahl ersetzen könnte. Und der letzte Slot kann für viele Attacken benutzt werden. Bei meinem letzten Match war es halt Torvodrea, weil ich es als Scarfer als Spinner benutzen wollte. Dann haben wir Pinsir, was ich bis heute nicht in Nightmare umbenannt habe. Das plane ich schon seit ein paar Tagen, seitdem ich das habe, plane ich das Ding in Nightmare umzubenennen. Jedenfalls ist es ein Mega-Pinsir mit Hochmut als Fähigkeit. Sollten wir schaffen, als Pinsir ein Pokémon auszunocken, können wir uns damit dann noch einen Angriffsboost holen, bevor wir uns in Mega-Pinsir entwickeln. Wo wir dann mit Kreuzschere als Stab-Move, Rückkehr wird ja auch zu einem Flug-Stab dann, genauso wie Ruckzuckhieb, nur dass es noch Prio hat, und Nahkampf. Einfach ein sehr, sehr starkes Pokémon, wie wir auch bei Present gesehen haben, das dem Gegner wirklich das Fürchten lernen kann. Dann haben wir The Carp. Ist ein mega, oder war mal ein mega Gyarados, man kann es allerdings auch so spielen mit Bedroher und dann Erdbeben, Kaskade, Drachentanz und Eiszahn. Größtenteils Coverage-Moves und Drachentanz für einen möglichen Sweep. Hab ich sonst nicht viel zu sagen. Sozusagen. Ja, bei Starmie würde ich mit dem Set vermutlich eher ein Leben-Orb als ein Scarf spielen, aber sonst würde ich es. Ich würde es nicht mal unbedingt Scarf machen, aber es kann ganz gute Überraschung sein mit dem Scarf. Aber ganz ehrlich, schaut euch für Starmie-Movesets lieber im Internet um. Es gibt eine Menge gute Sets. Dann haben wir Pinsir. Wie gesagt, Pinsir Need drauf spielen, Gyarados Need oder irgendwas anderes, was ihr drauf spielen wollt. Dann haben wir Sirene.
Und bei Sirene müsste ich eigentlich mal Whirlpool durch Horrorblade ersetzen. Surfer als Coverage Move, beziehungsweise als Stab Move, weil ich hier auch Siedewasser spielen könnte. Schutzschild zum Stallen. Da könnte ich dann auch die Überreste drauf spielen und dann Abgesang und Whirlpool. Ich habe eigentlich Griffklaue und Whirlpool gespielt, aber Whirlpool durch Horrorblick zu ersetzen und das Item durch Leben Orb kann natürlich einige Vorteile mit sich bringen. Es ist speziell defensiv, denn die normale Verteidigung ist so schon ziemlich kacke und dann habe ich es halt speziell defensiv trainiert mit H2O-Absorber als Fähigkeit. Und die Idee ist ganz einfach, man trappt das gegnerische Pokémon mit Abgesang und Horrorblick. Und zum Beispiel Abgesang mit Whirlpool, stallt es dann aus und in der letzten Runde wechselt man Lapras einfach aus. Der Gegner kann nicht auswechseln, da er noch gefangen ist. Und dann verliert der Gegner ein Pokémon, ohne dass man selber wirklich Schaden dadurch nimmt. Funktioniert jetzt auch nicht so oft das Set, aber wenn es funktioniert, macht es viel Spaß. Ich habe damit mal drei Pokémon vom Gegner rausgenommen und der war ziemlich mad. Dann haben wir Nova. Mein Toxic Orb, Adrenalin, Flamara. Ähnlich wie auch Rainbow Dash und Legend Doge. Wieso sind das immer meine Feuer-Pokémon? Einfach mit Risikotackle, Flammenblitz, Kraftgeloss und Ruckzuckhieb draufhauen. Nach Möglichkeit ein Pokémon rausnehmen, bevor man selber stirbt. Und ja, Ruckzuckhieb ist ein. Ist okay als Prio-Attacke. Was anderes wäre zwar schöner, aber. Immerhin hat Flamara Flammenblitz bekommen in dieser Gen. Yay. Ja, Toxic Orb soll den. Soll natürlich dann Adrenalin triggern und den Angriffsstat ziemlich hochjagen und dann mit Flammenblitz, Risikotackle, Kraftgeloss und Ruckzuckhieb draufhauen. Dann haben wir Blitzer. Ja, ist ein Blitzer mit Donnerblitz, Spukball, Voltwechsel und Ampelleuchte. Da ich niemand bin, der sich seine Pokémon ercheatet, habe ich hier keine Hidden Power drauf. Ansonsten spielt man, glaube ich, Hidden Power Grass am ehesten gegen Sachen wie Morlord und andere Boden-Pokémon. Ich spiele es so, ihr könnt es mit Hidden Power spielen, ihr solltet es mit Hidden Power spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und als Item kann man dann Choicen oder den Ballon zum Beispiel nehmen. Leben Orb geht natürlich auch, aber ich würde eher den Ballon als den Leben Orb nehmen, glaube ich. Dann haben wir Cutie Pie, mein Amoroso, mit Hydropumpe, Antikraft, Eisstrahl und Siedewasser. Ich habe das jetzt so übernommen vor einiger Zeit. Ich würde vermutlich Hydropumpe durch Surfer und Siedewasser durch Hausbruch ersetzen. Aber es war für ein Regenteam gedacht zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lässt die Hydropumpe und Siedewasser drauf. Für den Fall, dass du weißt, Siedewasser reicht, kannst du damit angreifen. Und sonst halt auf Hydropumpe. Ja, ist ein speziell offensives Mon, das unglaublich sexy ist. Das hätte ich nicht laut sagen sollen. Aber ist euch mal aufgefallen, wenn man jetzt nur die vier großen Tentakel von Amoroso nimmt, könnte man die beiden oberen als Arme und die beiden unteren als Beine sehen und dann trägt es quasi ein Muschelhutrücken-Ding. Das Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Dann haben wir das Gegenstück dazu, Kabutops, ebenfalls mit Wassertempo und dann Wasserdüse, Kreuzschere, Abschlag und Steinkante. Wasserdüse als Stab und Prio-Attacke, Kreuzschere als Coverage-Move, Abschlag, weil es Abschlag ist, kann man auch durch Kaskade ersetzen und Steinkante als Stab und als Steinkante ist. Steinkante sollte keine Erklärung brauchen. Dann Sven, mein Aerodactyl, war auch eines der ersten Pokémon, ich glaube, das war das erste Mega, das ich mir gezüchtet habe. Mit Steinhagel, Eisenschädel, Erdbeben und Verhöhner, ich glaube, es kann Kopfstoß erlernen, also auf jeden Fall Steinhagel durch Kopfstoß ersetzen, um auch in der Mega-Entwicklung die Fähigkeit nutzen zu können. Eisenschädel war auch mehr so, ja, dann können wir die Fähigkeit einsetzen. Aber es dürfte durch die Move-Tutoren was dazu bekommen haben und ich sollte das Set mal aktualisieren. Aber Verhöhner funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut auf Mega-Aerodactyl, einfach wegen der Schnelligkeit. Dann kann es so einige Walls damit kaputt machen. Und dann haben wir Dargoran, das Dragoran. Feuerschlag, Drachenklaue, Erdbeben und Turbo-Tempo ist eins von den drei Pokémon, die ich immer mitnehme in die. Ist es das Kampfhaus? Da, wo man halt die Gewinnpunkte farmt. Da nehme ich für gewöhnlich Dragoran, Quajutsu und Mama Sloppy mit. Drachentanz könnte man darauf spielen, aber da es halt dafür gedacht war und nicht unbedingt fürs normale Competitive, habe ich da auf Coverage gesetzt und bin mit Feuerschlag, Drachenklaue, Erdbeben und Turbo-Tempo gegangen.
Ich möchte aber fast sagen, achso, hier würde ich Schwächenschutz am ehesten drauf spielen. Ja, hier das Aerodactylnid. Und auf den beiden kann man eine Menge Items spielen. Wenn man Shell Smash spielt, hier dann entweder ein Focus Gurt oder das White Orb, um die Statusänderung aufzuheben. Und hier vermutlich ein Leben Orb oder so. Dann würde ich aber sagen, Gen 1 hat uns jetzt eine Menge Zeit Oh, tut mir leid. Hätte ich was immer jetzt eine Menge Zeit gekostet. Und wir haben noch, ja, so ein bisschen was vor uns. Vielleicht mache ich die Generation 2 in einem Part und dann 3 und 4 und dann 5 und 6 allein. Schauen wir mal. Das war es jedenfalls mit meinen Gen 1 Pokémon. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.